Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, das letzte Mal haben wir sehr viele Erz gesammelt. Und heute werden wir das Erz zu Pokébälle verarbeiten. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass wir kein Apikoko haben. Und deshalb da nicht so gut Pokébälle herstellen können. Wir machen uns mal ein Schwert. Eimer haben wir. Okay, den Eimer können wir ganz rechts lassen. Eine Schere möchte ich mitnehmen. Eine Spitzhacke noch bauen. So. Eine Eisenaxt. Gut. Dann tun wir das raus. Und Aluminium und Gold tun wir rein. Ja. Und gehen mal reisen. Wir müssen außerhalb vom Startgebiet gehen. Wir sind Level 7, okay. Also unser Pokémon ist Level 7. Das ist gut. Da suchen wir ein relativ lockeres Monster. Genau deswegen wollte ich auch die Mobs anmachen. Bekommen wir auch Kalamari. So, ein Smogon ist hier. Da ist ein Paras, aber weil wir Wasser-Pokémon sind, die sind wahrscheinlich hochlevelig. 16, ja. Schon ein bisschen höher. Also gehen wir hier mal am Berg entlang. Da ist ein Magikarp. Ein paar Levels braucht unser Piplup noch. Okay, ein Level hat es fast wieder. Das sieht man am Balken. Rechts unten. So und Bubble. Level 8, also Blubber haben wir bekommen. Gut, dann können wir auch schon gegen die besseren Monster kämpfen, die Feuer-Pokémon. Wie zum Beispiel die Fukana von vorher. Und ja. So. Was haben wir hier? Einen Fluss. Ein, wie heißt der? Wie heißt das Pokémon? Irgendwas mit P, Plim, Plim oder so. Das ist, weiß es nicht genau. Oh, schaut mal an. Ein Aerodactyl. Nein, ein Panzer-Aeron ist das. Okay. Nice, nice. So, und hier ist das Kalmari. Ein Max, also ein Max-Beleber, also. Wie sagt man? Top-Beleber. Cool. Nehmen wir das noch, weil wir brauchen recht viele Tinten für den Mistcraft-Mod. Außerdem müssen wir Hühner killen und am besten irgendwo zähmen. Dann muss ich noch schauen, wie ich das mache. Sonst gründen wir einfach eine Farm, also. Dann haben wir genug Hühner. Irgendwo, wo es halt relativ viele hat, sonst müssen wir die noch ercheaten, weil die nicht einfach so spawnen. Das finde ich schade von Minecraft, dass die Tiere nicht nachspawnen. Das gab's mal, aber. Ah, der Hatz-Mod ist auch drin. Dann nehmen wir doch mal die Kiste. So. Gut. Gehen wir an Land und drücken mal H. Ja. Habe ich jetzt den Hut nicht, oder was? Habe ich den Ich möchte nur den Hut. Nein, ich möchte den Hut. Ah. Weg. Ha. Don.
Irgendwie funktioniert der Hardsmod nicht. Keine Ahnung. Ja, gehen wir mal in ein Biom, wo es Tiere hat. Da hat es irgendwie keine Tiere. Gut. Ah, Blutzug. Hier haben wir, was? Sternenfrüchte. Oh, ich glaube, die sind recht beliebt. Also, gut. Selten. Und so. Machen wir mal das mal weg. Da bekommen wir was? Was haben wir hier? Ein Crayfish. Das ist wahrscheinlich so ein Kraken oder so. Das Pass ist 23. So, ihr Hühner. Ich muss euch schon fast killen, hä? Ja, ich mach's. Ich will die nicht zurückbringen. Und dann sie züchten. Das machen wir dann in einer zweiten Nebenbasis oder so. Einfach eine sag schon, eine Farm. So, ich will aber nicht zu viele Sachen mitnehmen. Mustard, okay. Mustard ist Senf, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht genau. Candle Bacon wegwerfen. Spinat lassen wir mal. Tee lassen wir mal. Raw Fish lassen wir auch mal. Blueberry. Ja, lassen alles. Nehmen aber nicht noch mehr ein mit. Und hier ist Starfrucht. Baum. Wir machen hier mal eine Farm. Am besten. So. Hier haben wir Schweine. Hier haben wir Hühner irgendwo noch sicher noch. Weil wir sie alle getötet haben. Ja, das ist schön hier. Da ist ein Apikokobaum, gut. Ja, aber Rest haben wir hier nicht. Ein Schwein mit einem Zauberhut. Lichtel ist hier. Was ist das? Radikal. Den Zauberhut möchte ich, denn ich... bekommt man die eigentlich nicht über? Nö. Man bekommt sie einfach nicht über. Ah, hier sind Schafe. Das ist sehr gut. Das sind Pokémon-Trainer. Ja. Ich werde hier einen Waypoint machen. Oh cool, da kann man noch Sachen einstellen. Da, Waypoints, Farm. Bisschen grün irgendwo, so, so. Don, weg. Gut, dann machen wir hier eine Farm. Wir machen Zäune, kommen wir wieder hier hin. Und ein Frosch, okay. Ein Snail. Ja, Reis weg. Sportshop weg. Ja, und jetzt müssen wir noch ein paar von Apikokos mitnehmen. Leider sind es nur die, die wir nicht brauchen. Die werden wir mal wegwerfen und nur die mitnehmen, die wir gerade brauchen. Und das sind blaue, rote, gelbe und schwarze. Schwarze ist da vorne gewesen. Irgendwo. Ich hoffe, der Backpack-Mod ist drin, glaube ich, aber schon. Wo ist jetzt der Schwarz? Da buggt irgendwo eins. Irgendwo ist die eins gebuggt. Also wenn man die Hüte nicht bekommt, dann kill ich sie auch nicht. Ist schade, dass man denn nicht die Hüte nimmt, aber das ist eben ein Server-Pack. Das sind manche Sachen auch deaktiviert, wie zuvor die die Monster. Da gab es ein Mod, wo das unterbindet. Den habe ich jetzt rausgenommen. Und dafür haben wir jetzt Mobs, weil wir brauchen einfach Mobs. Weil wir können nicht 20.000 Voltilam killen, damit wir Wolle haben, genug zum Bauen.
Das, ja, schon ein bisschen blöd gemacht. Aber nun gut, es gibt keine anderen. Es gibt nur noch Modpacks, wo Server sind, also für einen Server. Und das ist sehr schade. Die Leute wollen einfach irgendwie mehr, wollen auch einen Server machen, wollen auch eigene Mods reintun, die aufs Eigen sind und so weiter. Oh. Hallo Tante Emma, haben Sie einen schönen Hut gekauft? Sie sehen aber ein bisschen schweinig aus. Was haben Sie denn gemacht? So, hier hat es auch Kühe. Sehr schön, also sehr gutes Spawn. Hier hat es Kirschen. Weiße brauchen wir auch nicht. Komm schon, nehmt mir hin rote. Oh, Tauboga. Ich finde die Modelle richtig genial. So sollte Minecraft aussehen und nicht so behindert wie das, was Mojang macht. Ja, jetzt haben wir hier gar keine. Das sind grüne Apikokos. Ist ein bisschen schade. Schwarze haben wir hier wieder. So. Und hier ist. Okay, geht doch in die Lava baden. Hier hätten wir Nutmegs. Oh, und ein Schatz. Meisterball. Meisterkiste. Einen Flammenorb. Ich weiß jetzt nicht genau, für was das ist. Verstärkt wahrscheinlich Feuerattacken. Gut. Haben wir aber noch kein Feuer-Pokémon? Ich will aber ein Vulkano unbedingt. Aber da müssen wir schauen, wie wir das fangen können, weil. Weil, die ja immer fliehen. Oh, rote, sehr schön. Wildbett. Leck kurz. Ich möchte gerne die. Gebt mir mal das Fleisch. Das Fleisch muss weg. So. Okay, kein Fleisch mehr drin. Wo haben wir hier noch Leder? Kein Leder gedroppt hier. Auch kein Leder. Was? Was ist denn mit den Kühen los? So, haben wir noch gelbe? Das wäre gut, gelbe. Irgendwie leider nicht. Ist ein bisschen schade. Da ist noch rot. So. Oh, Osaring. Ah. Oh. Blaue. Sehr schön. Haben wir noch einen Platz? Nein, natürlich nicht. Muss ich irgendwas rauswerfen? Das sind noch Kühe. Sehr gut. Was werfen wir raus? Mustard? Nö. Den Oakwood. Den Oakwood Plants. So. Oh, schaut mal, dieses. Es ist nicht mehr. Etwas mit da. Und die Kuh hat eine tolle Zelle auf dem Kopf. Okay. Also bekommen wir so wenig Leder. Ich will die Telefonzelle. Telefonzelle. So. Fettes Teil, hä? Hey, hallo. Es schiebt mich rüber. Altaria, genau, das heißt das auch auf Deutsch. Und hier sind noch gelbe. Dann legen wir mal, wo ist es? Was haben wir aufgenommen noch? Fleisch. So, tun wir eine Eisenspitzhacke wegwerfen. Weil die ja schon leer ist fast. Premierball. Gut, dann haben wir alles.
Töte noch kurz hier Hühner. Die Mobs werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen seltener machen. Also die Tiere. Ja, aber es ist nicht allzu selten. Die anderen kann ich dafür noch ein bisschen häufiger machen oder so. Aber erst wenn ich es wirklich dringend brauchen. Weil es sonst auch ein bisschen gezielter ist. Also die Chancen machen nicht höher, nur die Häufigkeit, wenn mal wirklich was ist. Ein kleines Taubsi. Ein Mini-Taubsi. So süß. Eine Walnuss, cool. Nein. M, Waypoints, Spawn, Teleport to. Jetzt müssen wir halt wieder laufen. Müssen wir dann noch ein Waypoint machen. Ja. So, dann gehen wir zurück. Magikarp. Oh, da ist noch ein Pokéball. Okay, wir sind in der falschen Zeit. Ah, da ist ja die... Ah, nein, das ist die Farm, genau. Was? Tomatenberry. Und wo ist es jetzt? Ah, da. Ja. Ich weiß nicht. Okay, die Fische. Die finden wir so viel noch. So, in diese Richtung müssen wir gehen. Gut, dann können wir gleich mal die Apikoko anpflanzen. Oh, ich will den Sichler. Ich will den Sichler. Das sind recht gute Fang-Pokémon. Xerox dann. Und, Scaraborn zum Beispiel. So, die Käfer-Pokémon. Die sind recht gut. Kangamas auf der Wiese neben dem Pokécenter. Was? Kein Gaskan? Kangaskan, aha. So, Pokémon sind. Gut, dann machen wir hier kurz das Anpflanzen. Aber geordnet. Das Rote zuerst. Dann das Blaue. Dann das Gelbe. Dann das Schwarze. So. Dann nehmen wir das auf. Und machen hier ein Waypoint. Poké Center. So. In Rosa, genau. Das passt sehr gut. Ja. Dann haben wir hier Eisen. Burnen können wir noch den Shrimps. Calamari. So. Das reinlegen. Das, das, das. Eisen nehmen wir mit. Premier Ball auch. Nein, die rein. Ich möchte den Mustard-Seed auch noch anpflanzen. Das können wir rein tun. Und die da. So. Gut. Dann gehen wir hier nach oben. Die Bäume wachsen noch nicht. So, dann kümmern wir uns um Ding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Wir haben leider kein Ding. Tun wir hier mal ein paar Sachen anpflanzen, die nicht Bären sind.
Weil die Beeren möchte ich dann nebendran anpflanzen. Holen uns die Hacke kurz. So, Hacke. Machen wir noch ein bisschen größeren Garten. Das ist jetzt nur Option, also wir brauchen ja kein Essen, weil wir auf Bisou spielen, wegen Pokémon halt. Und deshalb, ja, ist es nicht so nötig. So, diese Reihe, diese Reihe, dies, ist es jetzt vermehrt, dies lebt. So. Wieso können wir die nicht hinpflanzen? Die können wir hier wieder hinpflanzen. Ah, Mann, geh mal rein. Hä? Die gehen einfach nicht hin zu pflanzen. Cranberry, sind die irgendwo anders? Cranberry. Müssen wir die anders anpflanzen? Ich verstehe nicht. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Seed, jetzt geht's. Also man muss Seeds draus machen. 57, 71. Das geht noch einige Zeit. Machen wir hier noch ein bisschen Licht. Hier oben auch. Damit die schneller wachsen. So. Gut, Vulkanos. Da können wir eigentlich mit Premiere bald dann Ding, wenn wir es schaffen. Ah, ist das nervig. So, ein Bubble. Das wäre effektiv. Super effektiv. Und jetzt sofort Premier Ball, sonst flieht es. Komm schon, komm schon. Ist ein Männchen, okay. Ja, wir haben es. Wir haben es. Gut, schnell heilen. Sehr schön. Jetzt haben wir auch ein Feuer-Pokémon. Das ist sehr toll. Können wir gleich noch bisschen kämpfen lassen. Mal schauen, was wir hier haben. Ein gutes Opfer. Nein, nicht die Girafarik. Was haben wir für ein Opfer hier? Eins, wo man, oh, er schafft, ohne dass er sehr viel. Zum Beispiel hier. Nein, Level 14 ist. Fullpix ist Level 12. Das ist zu langweilig. Feuer ist gegen Blatt. Sehr gut. Gegen Käfer. Schauen wir mal. Hier noch ein paar von denen töten. Wir brauchen sehr viele. Also, was ich so für Beutel gebraucht habe in meinem Modpack, wo ich mit Mega spiele. Mega cool, man. Wie viel da ich gebraucht habe, das ist extremst. Hier ist auch ein Pokémon Center. Können wir gleich mal anschauen. Wir kämpfen gegen das. Aber mit dem anderen. So. Knock-off, das ist nicht so gut. Ember. Ist super effektiv. Na, da haben wir kein... Ja, wir haben kein Pokéball mehr. Okay. Sehr viel zum Lesen. Level 10 und Level 9. Gut. Ich möchte da irgendwie tauschen. So. Genau. Ich lasse es einfach dann nicht mehr kämpfen, weil es wenig Leben hat. Und wo ist jetzt das Pokémon sein? Ah, ich bin falsch herum. Was ist das für ein Ding? Cinnamon.
wollen wir den nehmen. Dann können wir gleich noch den fällen. Der ist ein bisschen im Weg. Hä? Okay. Ah, das ist einfach so zum Abreiten. Ich werde ihn mal doch fällen. Dann lass ihn so. Ich lass ihn so einfach. Das ist jetzt wirklich nichts, was ich sehr viel brauche. Cinnamon ist dieses. Wie heißt es? Muskatnuss, glaube ich. Ja, kann sein. Und das braucht man nicht in vielen Dingen, vielleicht für Kartoffelstock oder so. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wo Muskatnuss heißen. Reinkommt. Und hier ist unsere die Tauschmaschine, die immer in falsche Richtung geht. So, ein paar Bücher brauchen wir. Wir brauchen auch für Misskraft sehr viele Bücher. Deshalb mitnehmen. Gut. Ja, die Dinge, die Kolben können wir hier lassen. Driftlon. So. Dann ist die Folge auch schon bald vorüber. Dankeschön fürs Zuschauen. Hat richtig Spaß gemacht, diese Folge. Und in der nächsten Folge machen wir die ersten Pokébälle selber. Und machen mit den Misscraft-Welten beginnen wir. So, jetzt stolzieren wir noch ein bisschen hier über die Wiese. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich will den Part nicht zu kurz machen. Leider nur große Wiese. Gnudluf. Große Lande. Ich möchte mal kurz schauen, was ich alles erkundet schon habe. Gehen wir mal hier drauf. So. Oh, schaut. Wir haben schon recht viel erkundet. Jetzt sind wir hier drüben. Aha. Ah, hier oben sind wir. Da ist das Gesicht. Ja. Recht geil. Schöne Welt. Also, mal eine Welt, die auch andere Biome drin hat und sehr viel Sumpf besitzt. Interessant. Ist jetzt nicht mein Lieblingsbiom, aber es ist ein interessantes Biom. Und jo. Das ist auch ein Hut. Aha, das ist ein Spieler-Skin, die da drauf liegen. Ist leider so ein Werbemod, den habe ich nicht so gern, den Herzmod, aber sind schon lustig anzusehen, aber so ein Spiel auf dem Kopf will ich auch nicht haben. Und der funktioniert auch nicht, weil er wahrscheinlich disabled wurde, also zum Ausrüsten, zum Bekommen. Ich weiß nicht, wie man das anmachen kann, leider. Ah, hier könnten wir mal Pferde dann züchten. Aber brauchen wir das Pferde? Wir haben ja Pokémon zum Reiten. Ich denke nicht. Nehmen wir lieber noch das Apikoko mit. So, und dann ist leider auch schon die Zeit vorüber für diesen Part. Die nächsten kommen so schnell wie möglich, weil das Let's Play ist auch sehr beliebt hier. Pixelmon ist sowieso immer beliebt auf YouTube. Sehr toll. Ja, also. Dankeschön fürs Schauen. Tschüssikowski. Bye.